Willkommen zu einem neuen FPÖ-TV-Magazin mit folgenden Themen. Der Fernsehwahlkampf läuft auf Hochtouren. Thilo Sarrazin kommt nach Wien. Vor 330 Jahren wurde Wien von den Türken befreit. Beinahe täglich treten die Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl derzeit im Fernsehen auf. Besonderes Augenmerk gilt den Duellen im ORF. Heute Abend treffen dabei FPÖ-Chef HC Strache und der zuletzt immer konfuser wirkende Frank Stronach aufeinander. Stronach trat zuletzt in mehrere Fettnäpfchen, befürwortete die Todesstrafe und die Bespitzelung durch den US-Geheimdienst. Strache hingegen wirkte gegen Vizekanzler Spindelegger souverän. Ob bei den Pensionen, beim Thema Arbeitsmarkt oder bei der milliardenschweren Euro-Rettung, HC Strache zeigte gegen den ÖVP-Obmann das Versagen der rot-schwarzen Regierung auf. Spindelegger wusste dem nichts entgegenzusetzen und wich nicht nur thematisch aus. Der Mann konnte mir nicht einmal in die Augen schauen. So feig war er, so unsicher war er, ja, und so schwach war er. 65 Milliarden Euro Haftungen über den ESM und andere Instrumente für den Fall, dass die Euro-Krisenländer nicht gerettet werden können und der Euro zerbricht. Generalsekretär Herbert Kickl nannte in der FPÖ-TV-Analyse die Hintergründe dieser immensen Zahl. Tatsächlich haftet Österreich insgesamt mit einer Summe von 65 Milliarden Euro. Errechnet hat diese Summe das deutsche IFO-Institut. Das ist, wenn Sie so wollen, die erste Adresse in Sachen Wirtschaftsforschung in Deutschland. Das ist also keine freiheitliche Erfindung. Und besonders interessant in diesem Gesamtbrocken von 65 Milliarden ist der Titel Target-Forderungen. Das sind immerhin 29 Milliarden Euro, wo es nur darum geht, dass Gelder aus der österreichischen Nationalbank an Nationalbanken von Pleitestaaten verschoben werden. Der ORF verzichtete in seinem Faktencheck weitgehend auf Recherche und behauptete, Straches Zahl und damit auch die Berechnungen des deutschen IFO-Instituts seien eher unrichtig. Gegen den unbändigen Willen zur politischen Manipulation ist im ORF kein Kraut gewachsen. Fakten haben da keine Chance. Gecheckt wurden sie übrigens beim Finanzministerium und in der Nationalbank, die in der Frage der Euro-Rettung Zentralen der Desinformation sind. Heute Donnerstag ist HC Strache erneut beim ORF zu Gast. Gegner ist Frank Stronach, dessen neue Partei zuletzt nicht nur unter den aus allen Himmelsrichtungen aufgelesenen Politsöldnern, sondern zunehmend auch unter den Irrungen des Chefs selbst leidet. Und das ist ein Projekt, das eigentlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon ziemlich zerbröselt ist und daher auch durchschaubar ist. Und ich denke, die Österreicher wissen, wer konsequent in den letzten Jahren auch die Interessen der eigenen Bevölkerung vorangetrieben hat. Und ich sage, ich bin ein österreichischer Patriot. Ich lebe hier, bin hier auch Hauptwohn gewählt. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Österreich, in Wien. Und ich bin einer, der halt wirklich für die Menschen da ist. Und zwar 365 Tage im Jahr. Und da geht es um Kontinuität, um Verlässlichkeit, um Glaubwürdigkeit. Und es geht darum, auch etwas durchzusetzen. Und ich sage, ich habe mit meiner Mannschaft vor, den Menschen im Lande zu dienen. Das unterscheidet HC Strache auch von Kanzler Werner Faymann, mit dem er am Dienstag im ORF die Klingen kreuzt. Der dient, ähnlich wie Spindelegger, hauptsächlich den Eurokraten und ist mitverantwortlich für das 65-Milliarden-Fiasko, das der ORF und das ihn steuernde System beharrlich leugnen. Das ORF-Duell Strache gegen Stronach findet heute um 20.15 Uhr in ORF 2 statt. Morgen Freitag sehen Sie wieder die FPÖ-TV-Analyse mit eingehendem Faktencheck. Ab dem heutigen Tag sind es nur mehr etwas mehr als 2 Wochen bis zur Nationalratswahl 2013. Diese letzte entscheidende Schlussphase des Wahlkampfs hat die FPÖ heute mit der Präsentation einer weiteren neuen Plakatwelle eingeläutet. Auf einer neuen Großfläche und 2 Kleinplakaten werden die Themen Soziales und Zuwanderung angesprochen. Weil ich an euch glaube und aus Liebe zu Österreich sind dabei die Hauptbotschaften. Sehen kann man die neuen Sujets in Kürze auf Österreichs Straßen und selbstverständlich werden auch wir hier bei FPÖ-TV über die Präsentation berichten. Die Positionen der Freiheitlichen in der Euro, aber auch in der Zuwanderungsfrage werden in Deutschland merkwürdigerweise von einem Sozialdemokraten vertreten. Der ehemalige Spitzenpolitiker und Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin hat in der SPD zwar nicht mehr viele Freunde, ein von vielen verlangter Parteiausschluss gegen ihn ist jedoch bisher gescheitert. Am 18. September kommt Thilo Sarrazin nach Wien und diskutiert beim liberalen Club mit HC Strache. Thilo Sarrazin, heute Bestsellerautor, kommt nach Wien.
Der liberale Club unter der Leitung von Volksanwalt Peter Fichtenbauer hat es geschafft, gemeinsam mit dem FPÖ-Bildungsinstitut ihn in die Wiener Hofburg zu holen. In seinen Büchern »Deutschland schafft sich ab und Europa braucht den Euro nicht« setzt sich Sarrazin intensiv mit Migration und Eurokrise auseinander und schreckt auch vor unbequemen Wahrheiten nicht zurück. Immer wieder wird versucht, Sarrazin mit Denunziationen und Drohungen zum Schweigen zu bringen. Mit Büchern, Interviews, Fernsehauftritten, Vorträgen und Diskussionen wehrt er sich jedoch gegen politische Denk- und Sprechverbote. Peter Fichtenbauer, Rechtsanwalt, langjähriger FPÖ-Nationalrat und jetziger Volksanwalt, hat fast alles von Thilo Sarrazin gelesen und ist von ihm überzeugt. Man erfährt durch das Anhören seines Vortrages jedenfalls eine hervorragende Bereicherung eines überzeugenden, klar denkenden und formulierenden Wissenschaftlers. Das ist ein Wert für sich. Zweitens ist er natürlich ein Denker, der abseits des erwünschten und gefälligen Mainstreams denkt und formuliert. Europa am Scheideweg – die Währungs- und Demokratiekrise der Europäischen Union lautet der Titel des Vortrags mit einer anschließenden Podiumsdiskussion, an der auch HC Strache teilnimmt. Wer den Vortrag von Thilo Sarrazin besuchen möchte, kann sich unter bgst@fpoe.at anmelden. Beginn ist am Mittwoch, 18. September um 19 Uhr in der Wiener Hofburg im großen Redoutensaal. Hat sie Strache lesende Diskussion mit Eva Klawischnik damit aufhorchen? Und manche Medien berichteten über die Details des angeblichen Deals. Die Grünen sollen noch in den 90er Jahren finanziell vom Regime des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi unterstützt worden sein. Peter Pilz, damals Obmann der Grünen, bestreitet das vehement. Zugegeben haben die Grünen jedoch, dass im Jahr 1984 Geld aus dem Wüstenstaat geflossen ist. Von den damals handelnden Personen hat man sich bis heute nicht glaubhaft distanziert. FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski hat sich in die Archive begeben und jene Ausgabe der Tageszeitung Kurier aus dem Jahr 1984 ausfindig gemacht, in der die Beweisurkunde für eine finanzielle Unterstützung im Ausmaß von 5 Millionen Schilling abgedruckt ist. Empfangen hat das Geld eine grün-alternative Monatszeitung, die im Gegenzug Gaddafi ein Podium zur Selbstdarstellung bot, Lob für Hitler inklusive. Nach Aufliegen des Skandals gab man die Zuwendung auch unumwunden zu. Die Grünen waren für Gaddafi Hoffnungsträger für einen gesellschaftlichen Wandel in Europa. Der eigentliche Skandal ist für mich, auf welchen ideologischen und möglicherweise auch finanziellen Fundamenten diese Grünbewegung in Österreich hier aufgebaut ist. Heute, beim Bekanntwerden einer möglichen weiteren Zuwendung aus dem Jahr 1993, wollen die Grünen nichts mehr davon wissen. Peter Pilz, damals Vorsitzender der Grünen, droht mit Klage und spricht von Fälschung. Aufgearbeitet wird das Verhältnis zum langjährigen Diktator und Terrorpaten Gaddafi und dessen Regime jedoch nicht. Die Art und Weise, wie die österreichischen Grünen hier mauern und nicht bereit sind, diese dunkle Vergangenheit auch aufzuarbeiten, ist zumindest ein Indiz für mich dafür, dass hier zumindest damals das eine oder andere nicht ordnungsgemäß gelaufen ist. Und wie lange das gedauert hat, das kann nur eine längerfristige Untersuchung wahrscheinlich aufzeigen. Personell ist keine Distanzierung erkennbar. Fritz Zaun, damals ein Kontaktmann gegenüber Libyen, ist heute Obmann der Grünen Bildungswerkstatt in Niederösterreich. Bei einer Geburtstagsfeier im Jahr 2006 stellte sich viel Parteiprominenz ein. Und Peter Pilz, der die Gaddafi-Freunde heute als üble Brüder bezeichnet, soll dem Genossen sogar ein Ständchen gesungen haben. Vor 330 Jahren wurde Wien von den Türken befreit. Anlassbezogen gab es eine Feier am Kahlenberg, wo der Siegeszug gegen die Türkenbelagerung begann. Der Wiener FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hielt eine Festrede, in der er betonte, dass die Türkei niemals ein Teil von Europa war und auch nicht werden dürfe. Auch warnte er vor der drohenden Islamisierung, die vor allem von der SPÖ regelrecht forciert werde. Ein Ausblick über Wien vom Kahlenberg. Wie würde die Stadt wohl heute aussehen, wenn die Türken zuletzt 1683 obsiegt hätten? Das Christentum würde der Vergangenheit angehören, doch so weit kam es nicht. Noch heute gedenkt man der ruhmreichen Schlacht am 12. September vor 330 Jahren. Auch die FPÖ feierte das geschichtsträchtige Datum und verwies auf die damals prekäre Lage. Am 18. Juli 1683 hatten die Türken
den Belagerungsring um die Stadt vollständig geschlossen. Also relativ schnell ist das Ganze gegangen und Wien war dann von einer riesigen Zeltstadt umgeben. Die Türken wurden zwar zweimal besiegt, dennoch droht in der Gegenwart weitere Gefahr. Übrigens habe ich einen Freund aus der Türkei besucht, der hat gemeint, eigenartig, ich habe geglaubt, die Türken wurden damals zurückgeschlagen, wenn er den 16. Bezirk betreten hat oder den 10. Bezirk. Und natürlich, wir wissen, es gibt ja Bestrebungen, diese beiden Daten aus dem Lehrplan der Schulen zu streichen. Für die FPÖ ist klar. Wer uns aber nicht respektiert, wer uns keinen Respekt entgegenbringt, da stelle ich mir schon die Frage, hat derjenige unseren Respekt, hat derjenige unsere Toleranz überhaupt verdient? Ich stelle es in Frage und wage es zu bezweifeln. Der feierliche Festakt wurde so, wie wohl vor 330 Jahren, mit einem Feuerwerk beendet. Wir sind am Ende des heutigen FPÖ-TV-Magazins. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.